back from the dead. Dienstag, der 25. Dezember 2018. Willkommen zur neuen Episode des Fortnite Daily Shops. Und vorab erstmal frohe Weihnachten an alle. Ich hoffe, ihr hattet einen wunderschönen Heiligabend am 24. Ich hoffe, ihr habt schöne Geschenke bekommen. Und ja, wir werden hier auch beschenkt in Fortnite beim Item Shop. Und zwar haben wir etwas Neues drin, was keiner erwartet hat und so niemand kommen sehen hat. Und ich würde sagen, wir starten mal direkt rein. Dann zeige ich euch, was abgeht. Und ihr seht schon, wir haben Glimmer drinne. Also die Prinzessin aus Frozen ist am Start, so wie es aussieht, aus dem Winter Wonderland. Ein frisch aus Disney reingekommene Prinzessin haben wir drin. Richtig nice, oder? 2000 V-Bucks? Da habe ich überhaupt nicht mit gerechnet. Absolut krass. Granaten hat sie hinten noch dran, ne? Hat auch eine Eiskrone auf. Hat hier noch so ein Eisdolch an der Seite. Geile Details auf jeden Fall bei ihr. Cooles Kleid hat sie an. Hier noch so... Das sollte dann wahrscheinlich Eis sein dann. Richtig nice aus. Ohne Witz, richtig geil. Mit Glimmering Cloak, das ist hinten sozusagen ihr Backpack. Also das ist hinten so dieser Umhang. Der sieht auch ziemlich nice aus. Kann man natürlich mitnehmen auf andere Charaktere. Richtig geil, das Kind. 2000 V-Bucks. Passend dazu Flurry. Das ist das Harvesting. Oh, das sieht auch richtig nice aus. Auch mit den Partikeln und so weiter. Okay, der Aufprall-Sound ist natürlich so standardmäßig, aber der Schwung... Der hört sich auf jeden Fall richtig nice an. 800 V-Bucks. Und Crystal Carriage für 800 V-Bucks. Oh, nice. Wie geil ist das denn bitte? Ein Eisschlitten mit einem Einhorn vorne dran. Also was will man mehr? Und diesmal ein richtiges Einhorn. Kein tatsächliches Lama mit einem Einhorn drauf, sondern wirklich ein Einhorn. Und das ist ja mal wirklich straight aus Cinderella. Absolut krass. Winter Wonderland. Geiles Set auf jeden Fall, kann ich nur sagen. 2000 V-Bucks, wie gesagt, für Glimmer, absolut nice. Ja, und dann haben wir nochmal von gestern Krampus drin. Also der ist ja auch, ja, sag mal so ein bisschen umstritten. Einige finden ihn richtig nice, einige finden ihn absolut hässlich. Ihr könnt ja mal reinschauen, was ihr von dem haltet. 2000 V-Bucks auf jeden Fall für den. Der ist nochmal drin natürlich mit Breadcatcher, das ist sein Harvesting-Tool. Auch der Schwung hört sich richtig nice an. Und Krampus Little Helper, das ist ja auch ein richtig, richtig... Geiler Gleiter für 1200 V-Bucks. Absolut nice. Feiere ich auch total. Ja, und dann haben wir nochmal die Gingerbread-Leute, also die Keks-Leute drin. Zum einen mit Mary Maruder. Den kennt ihr ja. Der war ja vor kurzem erst drin. Natürlich hinten mit seinem Keks auf dem Rücken. Und passend dazu natürlich auch noch die weibliche Version, auch mit dem Keks auf dem Rücken hinten. Also wer da nochmal zuschlagen will und das verpasst hat und sich gedacht hat, vielleicht hole ich mir einen Keks. Und die V-Bucks vielleicht noch nicht hatte, aber jetzt die V-Bucks hatte nach Weihnachten. Der kann auf jeden Fall jetzt zuschlagen. Richtig nice. Cookie-Cutter natürlich passend dazu. Und natürlich der passende Gleiter für 500 V-Bucks. Den feiere ich nicht so, muss ich sagen. Außer die beiden Kekse hier, die sehen natürlich richtig nice aus. Aber cool, dass das Set auch wieder drin ist. Und ja, Candy Axe ist auch wieder drin. Die war zuletzt auch vor 6 Tagen drin. Also nichts irgendwie Seltenes drin. Aber 1500 V-Bucks für Candy Axe, die habe ich mir damals auch geholt. Beziehungsweise jetzt vor einer Woche. Weil, ja, ich fand die einfach richtig nice. Vor allem auch mit der Lichterkette hier dran. Ne? Die ist ja reactive. Das heißt also, die leuchtet hier immer so zwischendurch die ganze Zeit, die Lichterkette. Richtig nice. Ja, Candy... Kane ist auch wieder am Start. Das ist hier diesen Rapper, den man kaufen kann. Also diesen Skin sozusagen für die Waffen oder für die Fahrzeuge, je nachdem, was ihr da gerade so benutzt. Kennt ihr ja, ist ja jetzt neu in dieser Season reingekommen. Ist auch wieder drin. Dann haben wir den Red-Nosed Ranger drin. Ja, die männliche Version. Ja, feiere ich nicht ganz so, muss ich sagen. Hinten mit dem kleinen Schwänzchen dran sieht schon ein bisschen lustig aus, muss ich sagen. Ist ein lustiger Skin auf jeden Fall. 800 V-Bucks für den hier. Und ja, ein komplett neues Emote und zwar Unwrapped. 200 V-Bucks. Absolut geil. 200 V-Bucks dafür. Richtig cool. Müssen wir uns nochmal anschauen hier. Unwrapped. Ist auf jeden Fall schon ein richtig lustiges Emote, muss man ganz klar sagen. Für 200 V-Bucks auch ein langes Emote. Normalerweise sind die immer recht kurz. Hammer. Richtig nice. Geiles Emote auf jeden Fall. 200 V-Bucks. Ja, mein Highlight heute auf jeden Fall Glimmer. Schreibt mal rein, was euer Highlight ist. Habe ich absolut nicht mit gerechnet, dass der Skin reinkommt. Richtig nice. Und dem ganzen Shop, ja, schaut mal, wir haben den Krampus drin, wir haben das Glimmer-Set drin, wir haben das Cookie-Set drin, wir haben nochmal ein neues Emote, Candy, wir haben so viele Sachen drin, die gut sind. Der Shop bekommt von mir eine 8 von 10. Schreibt mal rein, was ihr dem Shop geben würdet. Und wie immer, wenn ihr das Video cool fand, lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Sub da. Und wenn ihr mich unterstützen möchtet, gerne oben, beziehungsweise unten rechts, Support a Creator, wenn Snipes eingeben. Alles groß geschrieben, wenn Snipes, Support a Creator Code und würde mich sehr freuen. Und dann würde ich sagen, wir hören uns morgen zur neuen Episode. Also bis dahin. Ciao, ciao.